Morgens um 5 Uhr in Deutschland. Einen schönen guten Morgen. Ja, und was für ein gelungener Tag da entsteht. Das ist mein heutiges Thema, Selbstfürsorge. Ja, und wir befinden uns nach wie vor in den 10-Minuten-Skizzen mit einem Skizzenblock. Und ja, Kaffee darf natürlich am Morgen nicht fehlen. Ich bin eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin und keine Teetrinkerin. Ja, und heute möchte ich dich mitnehmen zu einer einfachen, aber auch kraftvollen Skizze, wieder in nur 10 Minuten. Und hier entstehen Herzerl, ein Herzerl oder mehrere Herzerl, ne, in Aquarell. Ja, und wenn du magst, kannst du auch gerne eine kleine Affirmation dazu schreiben. Also ich bin so ein Fan von ich mag mich, weil ich liebe mich. Das überfordert mich häufig. Das setzt mich so unter Druck, weil ich mich nicht immer liebe, sondern ich komme besser damit klar zu sagen, ich mag mich. Das ist irgendwie entspannter. Also für mich, nur für mich. Ja, und manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns daran erinnern, wie wichtig wir für uns selbst sind. Eine kurze kreative Pause, wie zum Beispiel das Malen eines Herzens oder einer kleinen Blume, kann dir helfen, achtsam und liebevoll mit dir selbst umzugehen. Und du kannst ja dieses Büchlein mitnehmen in die Arbeit und dann in der Mittagspause, abseits vom Trubel, eine kleine Skizze anfertigen. Du wirst sehen, dein Nachmittag gestaltet sich vielleicht ganz anders als erwartet. Es ist eine kleine Geste der Selbstfürsorge, die dich den ganzen Tag positiv beeinflussen kann. Also das sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also nicht nur ich, sondern auch viele unserer Teilnehmerinnen. Ja, und wichtig hierbei, male und zeichne in deinem Tempo. Halte kurz inne und spüre in dich. Was geht in diesem Moment in dir vor? Das Herz ist ein Symbol der Fürsorge und der Liebe. Zuerst mal für dich selbst und dann natürlich für die Menschen, die uns wichtig sind, für die Menschen um uns herum, für die Pflanzen, für die Tiere. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Das erleichtert andere Interessenten, meine Videos zu finden. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, für die Bäume. Lass die Farben fließen und genieße die sanften Verläufe. Du siehst dich mal nicht nur im Büchlein, sondern häufig auch das, was drumherum liegt. Damit wollte ich einfach jetzt auch ein Zeichen setzen und dir zeigen, dass alles möglich ist. Ja. Nichts ist verkehrt auf dem Papier. Im Endeffekt ist gar nichts verkehrt. Alles ist erlaubt.
auf dem Papier. Und auch so ist alles erlaubt, sofern ich niemanden damit schade, ist alles erlaubt. Ja, und dieses Büchlein, das ist jetzt eine kleinere Variante, DIN A5. Das wird so mein Selbstliebe-Tagebuch oder Selbstliebe-Malbuch. Es ist klein, handlich und ich kann es überall hin mitnehmen. Das ist das Schöne daran. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich dort über eine mögliche Zusammenarbeit, über Workshops und über meine Seminare. Für alles Weitere, wenn du einen Themenvorschlag hast oder eine Inspiration, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß in deiner kommenden Woche und ich freue mich darauf, dich nächste Woche wiederzusehen. Bis dahin, tschüss, alles Liebe und pfiat dich.